Konnichiwa, Mädel, meine lieben Kasparin und Kaspar. Ja, noch zwei kurze Beispiele vor vergangenen Tagen, wie das Ogale, wie er so schön sagte, nicht narzisstisch veranlagt ist, mit zahlender Kundschaft umgeht. Viel Spaß dabei, Mädel of Sayonara, Madane, euer Robert S.N.D. Okay, wisst ihr was? Ich beende den Stream. Ich habe es jetzt 10-mal gesagt. Es ist anscheinend absolutes No-Go, dass ich jetzt gerade nicht so reagiere, dass ich von gestern noch extrem im Arsch bin und dass es mir einfach nur komplett am Arsch vorbeigeht, dass ich gerade total im Arsch bin. Und ich jetzt, wenn ich hier sitze und grille, ein bisschen so nebenbei einen Chill-Stream machen wollte, dann denke ich mir halt letzten Endes einfach nur, ich mache es ein bisschen so, dass ich einfach für euch ein bisschen mitstreame, dann habt ihr auch ein bisschen was davon. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, es macht letzten Endes einfach keinen Sinn, die ganze Zeit mir auch da hier noch hinzusetzen und einfach nur mit euch zu grillen. Deswegen würde ich sagen, ich beende jetzt den Dream. Den Stream meine ich. Also, alle, die jetzt den Stream schauen wollten oder einfach nur ein bisschen mitschillen wollten, können sich gerne bei den Idioten wieder beschweren, weil es wieder deren Schuld ist, dass ich jetzt aufgehe. Aber sorry, ich habe keine Lust, jedes Mal, wenn ich in den Chat rüber gucke, mal für so 5 Sekunden zu lesen, oh du Depp, du, oh, du mach mal das, oh, du mach mal das, oh, dann mach mal das. Nö, ich bin nicht euer Kasper. Tschüss. Ich muss täglich auf Kundenwünsche eingehen. Ja, dann mach das. Aber ein Kundenwunsch hat nichts mit deinem Privatleben zu tun. Und wenn doch, dann hast du den falschen Beruf gewählt. Aber gut, wisst ihr was? Wenn das so ist, dann würde ich an dieser Stelle wirklich sagen, danke fürs Zuschauen. Weil ehrlich gesagt habe ich keinen Bock auf dieses Gedöns. Also entweder ihr wollt den Stream schauen, dann beinhaltet das das Game. Oder ihr wollt das Spiel nicht schauen, dann beinhaltet das mit mir labern. Wenn ihr mit mir labern wollt, seid ihr heute im falschen Stream. Es steht oben dabei, Unravel. Es steht dabei Sonntagstream Unravel, es steht unten drinnen, dass es ein Gaming-Stream ist mit dem Nintendo Switch-Spiel Unravel 2. Das heißt letzten Endes also im Klartext, wenn ihr das Spiel nicht gucken wollt, dann lassen wir es. Dann können sich jetzt alle, die das Spiel eventuell sehen wollten, bei den Leuten bedanken, die eben das nicht sehen wollen, weil ich lasse es echt nicht mir gefallen, immer mich hinzustellen als jemand, der euch versucht, irgendwas Gutes zu tun, indem ich meine Freizeit und mein Privatleben opfere, um euch ein Spiel zu liefern. Es ist auch echt unfassbar, wie unverschämt manche Leute sein können. Ich verschwende meinen Sonntag heute, die Zeit auf meinem Sonntag verschwende ich, um mich mit euch hier hinzusetzen und für euch was zu streamen, damit ihr was habt, wo ihr euch anschauen könnt, damit ihr was habt, wo ihr sehen möchtet und alles. Und das ist einfach mal etwas, was komplett nicht gewürdigt wird. Das ist nämlich der Grund, warum ich letzten Endes echt immer weniger Lust auf YouTube habe. Weil letzten Endes ist es so, man setzt sich hin für euch, man nimmt sich seine Zeit, man opfert euch die Zeit und dann kann ich mir anhören, was ich alles falsch mache, was ich alles für Scheiße baue. Wenn ich mir dann vor allem auch noch, obwohl ich Schmerzen habe, mich hier hinsetzt, wenn mir jemand Böller um die Ohren schmeißt, mein gesamtes Haus und mein Grundstück und meine letzten Jahre komplett in der Luft zerreißt. Ich habe mir die letzten Jahre immer wieder mir die Zeit genommen, mich hinzusetzen und mit euch was zu machen, für euch was zu machen, Videos zu machen, Streams zu machen. Aber dann darf ich mir jedes Mal anhören, ja, das musst du so und so machen. Und dann darf ich mir von einem niemand sagen lassen, wie ich meinen Stream zu führen habe, weil er auf Kundenwünsche eingehen muss, die mit seinem Privatleben hundertprozentig nichts zu tun haben. Es ist ja alles schön und gut für ihn, aber es ist trotzdem nichts, was mit mir zu tun hat. Wie du deine Arbeit und deine Situation führst, das ist doch mir egal, es geht mich auch nichts an. Aber ganz ehrlich, ich bin hier, es ist ein Gaming-Stream, es ist auch als solcher gekennzeichnet, es ist definitiv kein, ich laber mir die ganze Seele von der Scheiße, die Scheiße von der Seele. Also, ich danke euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, haut rein und tut mir echt leid für die Leute, die jetzt vielleicht sich einfach einen gemütlichen machen wollten. Ciao.